Servus zu dieser Ausgabe von Matthias kocht. KitchenAid hat einen neuen Gemüseschneider auf den Markt gebracht. Eine moderne, rundliche Form, eine runde, transparente Einfüllöffnung und ein neues Schnellwechselsystem. Doch macht das den neuen Aufsatz auch besser als seinen Vorgänger oder ist es besser, sich den alten noch schnell im Abverkauf zu sichern? Ich habe mir die beiden genauer angesehen. Hier ist der Vergleich. Das Gehäuse. Zugegeben, schick sieht der neue Aufsatz schon aus und auch das Schnellwechselsystem ist praktisch. Es erspart auch Aufwand bei der Reinigung, da sich im Befestigungsring beim alten Modell gerne einmal etwas verfangen hat. Und der fällt als zusätzliches Teil, das gereinigt werden muss, so komplett weg. Zwischen den Messern und dem neuen Gehäuse ist jedoch deutlich mehr Spielraum als beim alten Modell. Das führt dazu, dass immer größere Stücke nach dem Schneiden zurückbleiben. Das ist vor allem bei geriebenem etwas nervig. Die vermutlich größte Frage ist aber, warum ist der neue Aufsatz wieder nicht spülmaschinenfest? Schon beim alten Modell war das hintere Ende aus Aluminium, das KitchenAid typisch anläuft, wenn man es in die Spülmaschine gibt. Beim neuen wirkt das zwar hochwertiger, ist aber scheinbar auch nicht so hochwertig, dass man es in die Spülmaschine geben kann. Auch bei Farbe und Verfärbungen hat KitchenAid scheinbar nichts dazugelernt. Rotierende Messer in einem weißen Kunststoffgehäuse sorgen zwangsläufig für Reibung und Kratzer. Kommt dann noch Gemüsesaft ins Spiel, kann man schrubben wie man will. Im weißen Kunststoff bilden sich spätestens nach einmal Karotten oder Möhren Verfärbungen. In die Spülmaschine darf man es ja auch nicht geben. Die Einfüllöffnung. Die neue Einfüllöffnung gefällt mir eigentlich recht gut. Durch die runde Form bietet sie etwas mehr Platz für rundes Gemüse. Weggefallen ist aber die kleine Schale des Vorgängermodells. Mir persönlich wird sie nicht fehlen, da ich überwiegend größere Gemüse- oder Käsestücke damit reibe, die auf dieser kleinen Schale sowieso keinen Platz hatten. Ebenfalls neu ist der zweiteilige Stößel, bei dem sich mir die Sinnhaftigkeit der zwei Teile aber absolut nicht erschließt. Kleinerer Stößel für größeres Gemüse oder andersherum? Abgesehen davon ist beim kleinen Stößel immer die Gefahr, dass er in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit nicht direkt mitgerieben wird, da eine entsprechende Limitierung fehlt. Was allerdings ganz und gar nicht fehlt, sind viele kleine Ritzen und Ecken, in denen sich viel Dreck sammeln kann. Oder wie soll man zwischen den Seitenwänden jemals ordentlich durchwischen oder abtrocknen? Das sieht vor allem durch den durchsichtigen Kunststoff innerhalb kürzester Zeit scheußlich aus. Zweiteilig schön und gut, aber ich wüsste nicht wofür, außer für mehr Ritzen und schlechtere Reinigung. Der alte Stößel war zwar kantiger und hatte vor allem oben am Rand ein kleines Schmutzproblem, aber bei weitem nicht so unmöglich zu reinigen wie das durchsichtige Ding. Die Messer. Gefallen mir beim alten Messer. Die neuen Messer haben zulasten der Schneidegeschwindigkeit und Kapazität einen etwas kleineren Umfang. Zusätzlich sind die Schneidetrommeln durch ein üppiges Kunststoffgehäuse direkt an den Schneideflächen unterbrochen. Wofür? Mehr Reibung? Wohl eher, um Material zu sparen. So oder so, das Schneideergebnis und die Geschwindigkeit leiden tatsächlich etwas darunter. Es fehlt diese, naja, reibungslose Leichtigkeit, die das Vorgängermodell beim Schneiden hat. Und auch hier gibt es mehr Ritzen, mehr Dreck, mehr Reinigungsaufwand. Kleiner Tipp von mir, Messer niemals in die Spülmaschine geben. Das Reibeergebnis unterscheidet sich sonst im Wesentlichen nicht. Abgesehen von den besagten kleinen Brocken, die beim neuen Modell übrig bleiben. Gemüse, Nüsse, Hartkäse oder Schokolade werden zügig durchgeraspelt. Und ich sage bewusst geraspelt, denn alle Reiben, alt und neu, sind wie eine klassische Küchenreibe rau gestanzt und somit scharf. Glatte, ausreichend scharfe Klingen, wie man sie für weicheres Obst oder Gemüsesorten bräuchte, gibt es leider auch bei dem Scheibenaufsetzen nicht, weshalb auch nur die härteren Dinge geschnitten werden können. Der Preis.
Der Preis bildet zugleich mein Fazit, denn das neuere Modell ist derzeit natürlich wesentlich teurer als das alte Modell. Und da muss ich wirklich sagen, dass Verbesserungen, die ich mir gewünscht hätte, nicht umgesetzt wurden. Im Gegenteil, an den wesentlichen Dingen, den Messern, wurde scheinbar eher gespart. Insgesamt macht das den neuen Aufsatz zu einem funktionellen, modern wirkenden Schneidewerkzeug, welches viel Schneidearbeit abnimmt, aber dem qualitativen Ruf der KitchenAid-Maschine irgendwie nicht ganz gerecht wird. Das hat der alte Aufsatz zwar auch nicht geschafft, aber dort stimmen Preis-Leistung, Messerqualität und Schneidleistung für mich trotzdem besser. Im derzeitigen Abverkauf ist er sogar schon eher ein Schnäppchen.